Spaß beim Gameplay Mafia 2. Peace and out. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern. Sorry, dass ich das überspringen musste, aber da platzt ein Jahr wie Trommelfell. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen. Über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Genau. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ok, Scaletta. Scialti in aria. Traditori! Pensavate di poter giocare con noi? Hier raus, Scaletta! Ruhig, ich muss immer mal was einsammeln, ja. Scheiße! Abdel! Gesù! Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten waren im Stand. Nun, William, sie hebt das Maschinengewehr erst aus und sucht seine Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann! Hier ist kein Dogpound! Wenn du eine Handgranate hast, Scaletta, wäre es jetzt scheiß angebracht genug. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Nimm so viel Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Ich
Skeletor. Tritt sie ein! Anscheinend geht's hier entlang. Los! Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani. Non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi da me. Che ne dite? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Richtig. Gute Entscheidung. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Joe Barbaro. Netter Schlitten. Ja, sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire ist vermisst. Ist der Papst katholisch?
Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützenkram. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufhören. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast neu. Auf Kenny's und Jimmy's Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Bitte das Thema wechseln. Erzähl, Alter, wie war's denn so? Ich hab immer Zeitung gelesen, auf der Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß. Don Callow. Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du hier. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein brasilianische Bräute geknallt und musstest zahlen, ha? Ja. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen, unentschätzlich. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du mir getan bist. Salute. Ah, salute, Gentan. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal. Bin gleich wieder da. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als andere. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder. Ist das so einfach, ja. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke. Ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgebracht hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Das ist geheim. Also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Alles sehnt sich nach Frieden. Das heißt, das ist der kälteste Winter aller Zeiten. Ich hätte einen besseren Neustart. Ja, geht mir ähnlich. Also, man sieht sich. Vito? Hallo, Mrs. Vito? Du bist. Ja, dauert auch nicht lang. Nur ein lausiges Bierchen. Thank you.
Vorgang hier, ist mal alles auf dem Deckel. Bis heute noch nicht gelöst. Das ist ein Loch, berühmter Loch in der Wand. Nein. Miet. Mama, da bin ich wieder. Vito. Meine Junge, mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito, hey, Freddy, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas lecker. Ganz Besonderes. Ein Topf. Super die Poli. So, Mr. Senior. Sieht gut aus, Freddy. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che dalla tua bontà stiamo per prendere. Predilante a coloro che non hanno, rendici partecipi. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Ja. Da passt da ja auch nicht mehr rein. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Und wann musst du wieder zurück? Tja. So wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du wirst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wärst dir lieber, ich gehe zurück und werde wieder angeschossen? No. Siehst no. du? Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm. Und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprich's. Grazie a Dio. Ciao, Mama. Mama bella. Häuser liegen immer die Heftchen rum. Ah, gut, ja nicht. Na, hör mal an der Wand. Das juckt mich doch nicht. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch! Ach ja? Komm her, Kleiner, hier werde ich zeigen. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast! Das geht dich nichts an.
Oh, komm klar. Komm her jetzt hier. Dieses Rumgeeiere. Scheiß drauf. Bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser. Das wird euch noch leid. Verlasst euch drauf. Was zum Teufel wolltet ihr? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt es dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaffe das, was du willst. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Das ist aber die einzige Möglichkeit. So, Leute. Wir machen an der Stelle einen Cut. Das war sozusagen der Einstieg von Mafia 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal an der Stelle wieder. Bis dahin, Wiederschauen.